Linda, ich habe überall nach dir gesucht. Geht's dir gut? Ja, tut mir leid, wenn du dich gesorgt hast, Bruno. Hast du unsere Pläne vergessen? Natürlich nicht, aber ich hatte einen schwierigen Tag. Stört es dich, wenn wir sie ein anderes Mal nachholen? Was ist dir passiert? Es ist kompliziert. Ich kann es dir noch nicht sagen. Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Ich habe dich oft angerufen. Es ist etwas Persönliches. Ich mag noch nicht darüber reden. Ich verspreche es dir zu sagen, wenn ich soweit bin. Hallo? Hallo, ich bin's, Rodrigo. Schön, dich zu hören. Geht's dir gut? Ja, was ist los? Ich habe mich gesorgt. Bruno sagte, dass du nicht abgehoben hast. Ach so, abgehoben mit dem Handy. Ach so, ich hatte abgehoben mit dem Flugzeug. Wohin? Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Er hat es dir gesagt. Er war besorgt und kam zu mir. Er dachte, du wärst bei mir. Oh. Rodrigo, hast du das Mittel gegen Schwindel gekauft? Ich rufe dich später an. Mit wem sprichst du? Hast du mich bei Rodrigo gesucht? Ich habe mit Linda gesprochen. War es etwas Wichtiges? Linda hat ein paar Stunden gefehlt. Wir waren alle besorgt. Aber sie ist wieder aufgetaucht. Alles in Ordnung. Was für eine Erleichterung. Hast du mir das Mittel kaufen können? Entschuldige, ich hab's vergessen. Ich hole es sofort. Lass es. Mach dir keine Sorgen. Es geht mir besser. Rodrigo, wird es immer so sein? Kommt sie immer an erster Stelle? Oh Gott. Guck mal, da kommt die Eifersucht durch. Du bist nicht ans Telefon gegangen. Ich dachte, du wärst bei ihm. Von allen Leuten, wo ich hätte sein können, bist du zu Rodrigo gegangen? Es scheint mir nicht so seltsam. Jeder kennt eure gemeinsame Vergangenheit. Weil ich nicht abhob, hast du gedacht, dass ich dich betrüge? Marcia, es ist nicht so, wie du denkst. Lass es mich erklären. Du musst nichts erklären. Ich verstehe. Es ist dein Leben. Aber jetzt bist du ein Teil davon. Deshalb möchte ich ehrlich sein. In den letzten Jahren war Linda in sehr gefährliche Situationen verwickelt. Wenn sie verschwindet, denken wir immer an das Schlimmste. Du könntest es nicht ertragen, dass ihr etwas zustößt, oder? Ehrlich gesagt, nein. Linda und ich haben viel gemeinsam erlebt. Ich verstehe dich. Das habe ich nicht gedacht. Verdreh meine Worte nicht. Ich wollte nur sicher gehen, dass du nicht bei ihm warst. Rodrigo ist vergeben, weißt du das? Ich weiß. Und ich bin sehr glücklich mit dir. Weißt du das auch? Eieieiei, immer diese Sachen. Heute hat Cynthia angerufen. Sie möchte uns zum Essen einladen. Es wird Zeit, dass ich dich meine Familie vorstelle. Oh Gott. Und jetzt kommt wieder die Höhle. Hey, die Polizistin weiß, wo der Pirat wohnt. Und was macht Linda jetzt auf einmal bei ihm? Bist du sicher, dass dein eigenes Haus ein gutes Versteck ist? Die Polizei hat es bereits durchsucht. Die kommen nicht wieder. Was wirst du mit Danielle machen? Tut mir leid, das ist nichts, was ich mit dir besprechen will. Okay. Ich will nicht, dass du sie umbringst. Wenn ich sie der Polizei gebe, sagt sie, dass ich lebe. Dann holen sie mich. Das ist besser, als dir wieder die Hände schmutzig zu machen. Genau.
Willst du, dass sie mich entdecken? So ein Mann bin ich nicht. Also er soll sich nicht die Hände schmutzig machen. Willst du, dass sie mich entdecken? Oder so ein Mann bin ich nicht. Also macht er sich nicht die Hände dreckig? Wenn er sie umbringt? Quasi? Ich weiß nicht, was ich gerade nehmen soll. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich würde aber eher auf das nehmen. Oder willst du, dass sie mich entdecken? Na komm, ich nehm das jetzt. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, Linda, aber so ein Mann bin ich nicht. Denn er verdient ein miserables Ende. Oh, ich habe das Schlechte genommen. Scheiße. Kannst du nicht einmal etwas anderes machen? Nicht mal, wenn ich dich darum bitte? In Ordnung, wenn es dir wichtig ist, werde ich Daniel nicht töten. Versprochen? Versprochen. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. So, ich habe das jetzt gesagt, jetzt musst du es halten. José. Obwohl Linda gesund und munter scheint, sorge ich mich weiterhin. Warum? Ist es nicht seltsam, dass sie allein sein wollte? Sie stand in letzter Zeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Es ist logisch, dass sie etwas Privatsphäre möchte. Aber sie hat es niemandem erzählt, nicht einmal ihrem Freund. Royas, zerdenken Sie es nicht, was? Zerdenken? Ich tue auch manchmal zerdenken, aber... Linda ist in Sicherheit. Was? Ich spüre, dass da noch mehr ist. Wie recht er hat, ey, ganz ehrlich. Entspannen Sie und erledigen Sie den Papierkram. Ich brauche ihn. Ja, Boss. Tu ich. Setz mich gleich hin. Hallo, Schatz. Du scheinst heute entspannt zu sein. Das stimmt. Ich habe in deinem Lieblingslokal reserviert. Dann könnten wir ins Kino gehen. Wie früher, was sagst du? Tut mir leid, ich habe ein Abendessen mit Rodrigo ausgemacht. Er hat doch eine neue Freundin, weißt du? Ich möchte sie treffen. Hast du nicht daran gedacht, es mir zu sagen? Sag das Abendessen ab. Was hat der denn jetzt für ein Problem, sag mal? Sag das Abendessen ab. Ist der bescheuert? Und du wolltest es mir nicht sagen? Ich hab's vergessen. Ich sag's dir jetzt. Na und, was sagst du? Mit Job und Studium scheint es, dass du keine Zeit mehr für mich hast. Was soll das? Genau dasselbe habe ich früher über dich gesagt. Wirst du mir das mein ganzes Leben lang vorwerfen? Ich werfe es dir nicht vor. Ich habe es immer verstanden. Jetzt bitte ich dich, mich zu verstehen. Ich muss gehen. Das Abendessen ist um 20 Uhr. Nicht vergessen. Und es gibt kein Küsschen mehr. Oha. Ich glaube, da ist dicke Luft. Heute bist du schöner als je zuvor. Du siehst auch toll aus. Die haben immer das Gleiche an. Sorry, aber da muss ich kurz lachen. Linda, was ist los? Ich möchte dich etwas fragen, aber... Was ist los? Es ist nichts. Hä? Das ist immer so auf die Folter spannend. Ich möchte etwas fragen und dann... Es ist nichts. Also frag. Ich verspreche, ich werde dich nicht beißen.
Was? Willst du denn nicht das... Willst du denn nicht, du weißt schon, ein paar Tage hierbleiben und versuchen, zusammen zu wohnen? Du musst nicht gleich antworten. Unsere Beziehung hat in New York nicht so ganz geklappt. Halt die Klappe, das würde mir sehr gefallen. Meinst du das ernst? Eigentlich wäre ich gern eingezogen, als es dir nicht gut ging. Ich bin ein stolzer Mann, versteh mich. Aber wir können es später versuchen. Später? Bist du verrückt? Jetzt ist es ein bisschen früh. Hä? Aber irgendwann müssen wir den Schritt machen. Oh weh, wieso hast du mich nicht getötet? Hat die Tochter dich erweicht? Wieso hat die Tochter, hat deine Tochter dich erweicht? Das hättest du gerne, was? Mich schwach zu sehen? Was hast du mit mir vor? Es macht dich wohl irre, nicht zu wissen, was dir passiert, gell? Gell? Nee, Geld habe ich nicht, tut mir leid. Die Organisation wird entscheiden. Es ist nicht ganz so einfach. Du musst Regeln befolgen, Daniel. Etwas, das du nicht kannst. Oh oh. Ich sehe sie jetzt schon im Grab, aber ich weiß auch nicht warum. Trausio, pass auf, wenn die Gäste ankommen. Biete ihnen ein paar Drinks an, dann gehen wir zum Tisch. Die übliche Routine? Ja, ich möchte einen guten Eindruck auf die neue Freundin machen. Es wird schwierig, Rodrigo mit jemand anderem als Linda zu sehen. Oh mein Gott. Also immer, dass Linda so in Verbindung gebracht wird. Ne? Ich finde das so richtig schlimm. Freut euch doch, dass er überhaupt jemand anders gefunden hat. Ganz ehrlich. Ich finde das schon krass, ey, ganz ehrlich. Oh oh, was ist los mit mir? Hä, was ist los mit mir? Mit dir? Was machst du hier? Du hast gesagt, dass du mit Bruno ausgehst. Hallo Cynthia. Wir haben etwas gesucht und jetzt gehen wir Abendessen. Passt es jetzt nicht? Du musst Marcia sein. Rodrigo hat mir viel über dich erzählt. Und du musst Cynthia sein. Es ist schön, dich kennenzulernen. Willst du etwas trinken? Trausio, biete ihr einen Drink an. Wie geht es dir, Marcia? Hi, ich bin Bruno. Du bist ein bisschen blass. Geht's dir gut? Oh oh. Schatz, geht's dir gut? Ich fäll gleich um. So wie die aussieht. So wie die so atmet. Mir ist ein bisschen schwindlig. Oh oh. Trausio, reich ihr ein Glas Wasser. Willst du dich hinsetzen? Mir geht's schon besser. Bist du sicher? Die Situation hat sie bestimmt überwältigt. Es ist nicht einfach, die Familie des Freundes zu treffen. Nein, das ist es nicht. Ich wollte Cynthia wirklich treffen. Es ist nur, dass... Ah, Scheiße! Jetzt würde ich ganz gern das sagen, weil dann guckt Linda nämlich so. Weil ich habe nämlich in meiner Handy-Folge habe ich nämlich die Aktion genommen hier. Jetzt muss ich den nehmen, weil ich ja keine Diamanten habe. Es ist nur, dass Marcia den ganzen Tag lang nichts gegessen hat. Sie hat wohl niedrigen Blutdruck. Wir sollten dann besser das Essen servieren. Ich kümmere mich sofort darum.
Huhn und ich werden gehen. Es war ein Vergnügen, euch über den Weg zu laufen. Ei. Komm schon, ich möchte unbedingt was essen. Ich habe den ganzen Tag kein bisschen gemacht, gell? Oh weh, er hätte es eigentlich sagen wollen, aber hat er natürlich nicht gemacht. Ja, das ist jetzt nämlich daraus entstanden. Das war nämlich meine erste Entscheidung, was ich auf dem Handy gemacht habe. Und deswegen kommt hier die Diamantenentscheidung. Hei, und jetzt muss ich die andere Entscheidung nehmen. Mist. Naja. Ja, ich würde sagen, das war ja mal wieder spannend, aber jetzt ist Marcia schwanger. Mal gucken, wann das Kind kommt, in welcher Staffel. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Und dann ist das Kind da. Was es wird, wir werden bestimmt gespannt sein in den nächsten Folgen. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir auch schon weiter. Quasi. Moment, ich muss anders sagen. Moment, schneid das raus. Nein, bloß nicht. wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr von Linda Browns interaktive Story. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis denn. Und ciao.